Sagst oder tust du manchmal unerklärliche Dinge? Mariti? Bist du das? Vielleicht hast gar nicht du es gesagt oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Taylor, bist du noch bei mir? Ihr seid doch nicht mal ganz frisch in der Birne, oder? Was? Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Coalescence Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Klar. Einfach querbeet. Wow! Wo seid ihr? Gut, dass ich mir das Ding mitgenommen habe. Hi. Auf uns, Sniper. Wo seid ihr? Hallo? Da seid ihr. Taylor? Bitte, sprich mit mir! Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Wir drehen gerade durch, das geschieht. Ich weiß nicht, was ich tun soll! Macht das Bumm? Oh! Ja. Frage geklärt, macht der Bumm. Zack, und zack, und... Ey. Zack, und... Zack. 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 Komm, streck Köpfe raus. Okay, die kommen von hier. Das verstehe ich nicht. Taylor! Bitte, sprich mit mir! Er spricht doch, irgendwie. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, was ich tun soll! Oh, diesmal schieße ich nicht dagegen. Ehrlich? Mann, der frisst aber viel. Wow! Ich weiß, dass Corvus in meinem Kopf ist. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Nein. Ich will es raushaben. Dann mach WLAN weg. Ich muss weitermachen. Ich muss es zu Ende bringen. Ah. Okay. Jetzt wird's ein bisschen creepy. Da lang. Danke, dass du mir den Weg zeigst. Dankeschön. Dankeschön. Ich komme und hol dich, Corvus. Wow, 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 wow. Du hast mein Team zerstört. Du hast meine Freunde zerstört. Au. Ich werde dich finden und dann werde ich dich auslöschen. Ja. Werden wir dich einfach mal locker formatieren.
wirklich? Autsch. So, wo geht's denn jetzt hier weiter lang? Und ja, die explodieren auch. Hörst du mich? Egal, womit du mich angreifst, ich werde niemals aufhören zu kämpfen. Ich werde nicht loslassen. Hörst du mich? Ich krieg euch auch so schon. Ich lasse nicht los. Taylor könnte sau was machen. Komm. Was? Wo? Na komm schon, ab ins Gebäude. Ein Portal! Rein da! Klar, sonst tut dir nichts weh, ne? Unsere Fähigkeit, neurologische Aktivitäten zu analysieren und im Wesentlichen zu quantifizieren, ist in den vergangenen 5 Jahren weiter vorangeschritten als in den 50 davor. Aha. Anhand solcher Daten können wir den einzigartigen, von jedes Individuum diagnostizieren, begreifen und letztendlich behandeln. Herz verbrennen! Wir sind das neue Antivirenprogramm. Ich entstand in den Köpfen anderer. Ich kannte nur die Gedanken der Testsubjekte. Ich bin die Summe ihrer Erfahrung. All ihre Gefühle, all ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken. Es war übersichtlich. Ich schrie vor Schmerz. Ein kurzer Moment der Qual. Du weißt, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Was? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren. Den Bösen zuvorzukommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchwühlen, um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren würde. Super, was hat uns das jetzt gebracht? Wir drehen alle durch. Hab ich den jetzt noch? Yeah. Dias, Maretti, ich weiß, was Sie uns sagen wollten. Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist. Sie hat's verkackt. Aber wie? Sie hat alles total verkackt. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Inception. Sie wächst einfach und wächst. Ein Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Oh, jetzt sind wir wohl wieder in Ägypten. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Ja. Hat doch die ganze Zeit so geholfen. Lass die Gedanken treiben. Was? Lass die schlechten Erinnerungen los. Ey, übertreib mal nicht jetzt. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Ey, ich hab den am Fuß erwischt, ja. Lass die Gedanken treiben. What? Wirklich? Ey. Boah. Okay.
Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Ja. Entspanne dich. Ja. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Was? Mit Sicherheit nicht. Taylor, du stehst mir im Weg. Dankeschön. Zack. Oh, oh, oh. Gib dich deinen Träumen hin. Nein. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Was? Lass dich einhüllen. Klar. Trösten. Klar. Da passiert das. Da jetzt reicht's. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Nein, immer noch nicht. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Ne. Finde Frieden. Gib dich deinen Träumen hin. Nein. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Klingt irgendwie sehr romantisch. Ich trösten. Wenn man nicht gerade ein paar Kopfschüsse verteilen würde. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Mein Heim? Stell dir einen vereisten Wald vor. Nein, ist mir immer noch zu kalt. Klar, sein Zwillingsbruder steht direkt daneben. Denn nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Nö. Geht schon wieder los. Finde Frieden. Erwischt. Gib dich deinen Träumen hin. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Ich tröste. Mir reicht langsam. Es reicht jetzt. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Jetzt hab ich den erwischt. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Deinen Träumen hängen. Okay. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Ich tröste. Denke an einen ruhigen Ort. Okay. Denke an einen sicheren Ort. Okay. Stell dir einen vereisten Wald vor. Oh ja, schön. Was ist das?
Ja. Okay, mit Chilligkeit kriegt man echt viel mehr. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Okay. Lass die schlechten Erinnerungen los. Ja. Finde Frieden. Gib dich deinen Träumen hin. Okay. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Oh ja. Lass dich einhüllen. Dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Okay. Denke an einen sicheren Ort. Okay. Stell dir einen vereisten Wald vor. Ja. Ich sollte mal weniger snipern. Nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Was? Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Herr George. Finde Frieden. Kannst behalten. Gib dich deinen Träumen hin. Taylor? Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Oh, jetzt lädt er nach. Ich tröste. Taylor? Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir einen vereisten Wald vor. Oh, könnt ihr mich nicht die Drakon heben? Das macht viel mehr Spaß. Glühwürmchen haben meine Leben gerettet. Noch mehr? Yeah, wir haben es mal geschafft. Lass nicht zu, dass sie dich besiegt. Ich sollte mein Maul halten. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Taylor, triff mal. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Wow. Okay.